Beginn der heutigen Sendung habe ich euch ja bereits erklärt, was Shavuot ist. Erinnert ihr euch? Das ist der Tag, an dem das jüdische Volk die Tora erhielt. Das Regelwerk mit Geboten und Verboten für Juden und Jüdinnen. Jüdische Menschen nennen die Gebote auch Mitzvot. Und was genau Mitzvot sind, was darunter fällt und so weiter, erklärt euch jetzt Ariel Achmiel von den Mitzvah Makers. Hallo, mein Name ist Ariel Achmiel, ich bin 27 Jahre alt, komme aus München und ich leite die Literaturhandlung. Ehrenamtlich engagiere ich mich auch bei den Mitzvah Makers und ich erkläre euch heute den Begriff Mitzvah. Mitzvah bedeutet Gebot und bezieht sich auf die Handlungen, zu denen ein Jude aufgrund des Religionsgesetzes verpflichtet ist. Die Mitzvot werden entweder in der Tora genannt oder von den Rabbinern festgelegt. Mitzvot ist die Mehrzahl von Mitzvah. Die 10 Gebote sind zum Beispiel ein Teil dieser Mitzvot. Auf Hebräisch bedeutet Mitzvah umgangssprachlich auch in etwa gute Tat. Diese JCTV-Sendung steht unter dem Motto Freiheit. Die Mitzvot, könnte man meinen, schränken unsere Freiheit auf den ersten Blick ein. Jedoch geben sie uns auch Orientierung und die Freiheit, uns gesellschaftlich einzubringen und zum Beispiel gute Taten zu vollziehen. Wir Mitzvah-Makers sind also die Vollbringer guter Taten. Wir organisieren und konzipieren Projekte für freiwillige Helfer in München. Bei diesen Projekten wollen wir auch immer einen Einblick in das jüdische Leben gewähren, um ein Kennenlernen zu ermöglichen und Vorurteile und Antisemitismus abzubauen. Jeder bei uns soll ein Projekt finden, das seinen Interessen entspricht und bei dem er Spaß hat. Ob es jetzt Kranken- oder Seniorenbesuche sind, ob es Obdachlosenhilfe ist, indem wir Lebensmittelspenden sammeln und gemeinsam mit der Tafel verteilen. Für die sportlich Interessierten nehmen wir jedes Jahr am Münchner Stadtlauf mit, wo unsere Leute Spender akquirieren und diese Spenden dann für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. Außerdem organisieren wir jedes Jahr zum Gedenken an den 9. November 1938 mit dem Münchner Stadtarchiv einen historischen Stadtrundgang durch die Stadt München, in dem wir Biografien von ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen erarbeiten und diese dann in diesem Stadtrundgang erläutern. Also ihr seht, unser Programm ist vielfältig und es sollte sich für jeden etwas finden, um gute Mitzvot zu vollbringen.